4000 Kalorien noch rein. Ab geht's. Ja Leute, während ich jetzt aufs Essen warte, sprechen wir mal kurz übers Training. Ihr habt gesehen, ich habe heute nicht wie gewöhnlich mit Langhantelbankdrücken angefangen, sondern mit Kurzhantel, weil einfach, ich habe jetzt circa ein Dreivierteljahr Langhantelbankdrücken gemacht, das heißt Übung. Und ihr habt gesehen, vom Gewicht ist nicht mehr wirklich eine Steigerung da. Deswegen wechsle ich jetzt mal die Übung. Ich habe Kurzhantelbankdrücken gemacht, Flachbankdrücken. Ja, und es ist einfach ein anderer Reiz sozusagen wieder, es wird wieder ein anderer Reiz gesetzt und dadurch soll das Ganze wieder beschleunigt werden natürlich. Außerdem habe ich es auch beim Schrägbankdrücken, ich weiß nicht, ob ich das beibehalte, weil mir das Schrägbankdrücken mit der Langhantel nicht so gut gefällt. Die zweite Übung war jetzt immer Schrägbankdrücken mit den Kurzhanteln, da habe ich jetzt auch zur Langhantel gewechselt, einfach weil es einfach wieder mal einen Wechsel braucht, um da wirklich wieder neue Reize zu setzen und dadurch wieder Muskeln aufzubauen sozusagen. Natürlich muss auch die Ernährung stimmen. Deswegen, ich habe gestern 4500 Kalorien fast verbrannt. Ich kann euch das nachher noch zeigen auf der App. Und deswegen werde jetzt mal ordentlich
reingehauen bei McDonald's. Ja, und ich habe die erste Übung eben beim Kurzhantel-Flachbankdrücken. Ich bin nicht zu schwer gegangen. Ihr habt gesehen, ich habe ca. 10 Wiederholungen jedes Mal gemacht bei jedem Satz. Also, ja, warum einfach mal den Körper wieder an diese Übung zu gewöhnen? Ja, es ist ja trotzdem was anderes, sage ich jetzt mal, wie ein Langhantelbankdrücken, weil es arbeitet trotzdem etwas anders, weil du brauchst schon mal zum Beispiel die Schulter involviert schon mal beim Zurücktun sozusagen, beim Absetzen und. Und es ist einfach trotzdem ein anderer Bewegungsablauf und deswegen habe ich mal ein bisschen leichter angefangen mit den 44er Kurzhanteln. Werde das natürlich jetzt wieder kontinuierlich steigern. Schau, dass ich dann wirklich wieder im 4x5, 5x5 bin. Ich weiß aber nicht, weil es gibt nur bis 50 und ja, ich glaube, dass ich über 5 Wiederholungen mit den 50ern hinbekomme. Deswegen werde ich da ein bisschen was noch abändern. Mal schauen, ihr werdet natürlich darüber informiert werden. Ja, auch bei den anderen Übungen bin ich eben von den Bewegungsabläufen noch nicht so gewohnt. Deswegen, da werde ich auch ein bisschen das abändern. Ich hoffe mal, dass die Soundkulisse hier passt. Das ist eigentlich nicht so laut, aber ich weiß nicht, wie es ob der Ton so gut ist. Ansonsten entschuldige ich mich schon mal dafür. Ja, jetzt wird erstmal gewartet, bis es Essen gibt. Danach melde ich mich noch. Mahlzeit. Mahlzeit. 5 Cheeseburger gibt es mal für mich. Danach schauen wir weiter, weil 4000 Kalorien sind das noch lange nicht. Ja, da ist es. Läuft. Früher hat es die Viech echt gegeben. Heute sind sie ausgestopft. Jetzt wissen wir das also auch, dass es einen Sensationsfund gibt. Gut, Eider, ein bisschen T-Rex-Skelett. Und deswegen auch die ganze Mühe hier. Nice. Chris ist weg. Jetzt geht's ab nach Hause. Einen Cheeseburger habe ich mir noch für die Heimfahrt besorgt. Boah. Da kommt ein kleines Unwetter auf uns zu. Ja, scheiße. Ja, ich muss unbedingt tanken. Wow, es geht zu, ich sehe gar nichts mehr. Fuck.
deswegen habe ich eine Weste an. Und es müssen heute noch ca. 1500 Kalorien rein. Und ich werde jetzt mal schauen, was sich noch so finden lässt, was man noch alles vernichten kann. Ja, schauen wir mal rüber in die Küche. Schauen wir mal, was sich so finden lässt. Okay, Datteln haben wir. Mitchell-Datteln. Oh! Ein Traum wird wahr, ein Bärentraum wird wahr. So, was haben wir hier noch? Merci, dass es dich gibt. Meeresfrüchte, auch mega geil, Leute. Boah, belgische Meeresfrüchte. Schauen wir mal, was wir im Kühlschrank finden. Erdnussbutter, das sind lauter gesunde Sachen. Das ist alles viel zu gesund. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Vorratskammer plündern. So viele gesunde Sachen, so viele gesunde Sachen. Das ist einfach schlimm, wenn einfach... Oh, okay, ich nehme alles zurück. Ich wollte gerade sagen, wenn jeder in der Familie so gesund lebt, ich nehme alles zurück, Leute. Kekse! Kekse! Kekse, 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 Kekse. Der Moment, wenn zwar noch nicht Weihnachten ist, aber es Kekse gibt. Geil. Steht sogar Omas Backstube drauf. Eigentlich will ich die nicht einfach so essen, aber mir fällt nicht wirklich was ein, was ich damit machen könnte. Deswegen werde ich sie wahrscheinlich so essen. Ich wollte sie eigentlich so als Topping oder was, aber nein, ich werde sie so essen. Zu zeigen. So sehen 800 Kalorien aus. Also fast 1000 Kalorien. Davon sind es 44 Gramm Fett. Und 93,5 Gramm Kohlenhydrate. 59,4 Gramm Zucker. 7,7 Gramm Eiweiß. Sozusagen der perfekte Snack für den Muskelaufbau. Oder so. Ja Leute, ich habe jetzt alle mal durchprobiert. Und am leckersten finde ich eigentlich die da. Die haben so eine Nougat-Creme, kann man sagen. Den finde ich wirklich mit Abstand der Wahl am besten. Mit dieser Nougat-Creme. Oh, rein damit. Wenn es hier jetzt noch die letzten Cookies gibt, die letzten Kekse, wird hier schon wieder fleißig gecuttet. Und Leute, am geilsten ist es immer, wenn ihr cuttet und dann ist so ein Standbild. Schaut euch den Gesichtsausdruck an. Ich feiere sowas so extrem. Naja, ich werde jetzt wieder weiter cutten. Cookies essen. Wasser trinken. Und dann sehen wir uns nochmal. Ja, es ist jetzt aktuell 12:30. Ich bin hundemüde, ich werde jetzt ins Bett gehen. Es gab schon meinen Magerquark-Shake mit allem drum und dran, Omega-3s und so weiter und so fort.
Und natürlich, wie versprochen, zeige ich jetzt noch, was ich alles eingetrackt habe. Leute, wie versprochen, jetzt noch kurz die aktuellen Kalorien. Natürlich, das ist so schon jetzt für den nächsten Tag. Das heißt, wir gehen auf gestern. Wir sehen knapp 4000 Kalorien, okay. Also 4500 waren das Ziel. Da wären noch ca. 600-700 Kalorien drin gewesen. Zum Frühstück Chocolate Coconut Weight Gainer. Dann diese vegane Pizza mit dem Hühnerbrustfilet. Klassiker. Dann die 5 Cheeseburger. Magerquark mit Whey Protein. Und dann haben wir hier noch diese Kekse. Das war alles. Das sind insgesamt 198 Gramm Fett, 455 Gramm Kohlenhydrate, 128 Gramm Zucker. Ich versuche Zucker immer ziemlich zu vermeiden, weil Zucker macht Fett. Und 129 Gramm Fette. Ja, ich werde das Ganze jetzt so halten, dass ich diese 500 Kalorien, die mir eben fehlen, dann morgen reinpacke. Weil ob es jetzt heute oder morgen gegessen wird, bleibt sich ziemlich gleich. Und ich wollte heute einfach nicht zu hoch mit dem Fett, weil einfach sonst wäre ich noch höher gegangen mit dem Fett und noch höher mit dem Zucker. Und da teile ich es lieber auf, weil ich mir selbst dann wieder einrede, dass ich dadurch ziemlich viel Fett zunehme. Und ja. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Und sollte das der Fall sein, freue ich mich immer wieder über den hier. Den Daumen nach oben, links oben eigentlich. Außerdem natürlich freue ich mich auch über ein Abo, falls es euch gefallen hat und falls ihr mehr von mir sehen wollt. Sonst nicht. Ja. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Don't be ever. Ja, noch kurz eine Notiz an mich selbst. Ich sollte es echt vermeiden, vor dem Schlafengehen Beta-Alanin zu nehmen. Es ist keine gute Idee, Leute. Es ist echt, echt keine gute Idee. Mich juckt das Gesicht und... Ich habe eh schon fast nichts geschlafen, ich muss jetzt wirklich schlafen gehen. Und mich juckt das Gesicht, also... Flo, kein Beta-Alanin vor dem Schlafen mehr.